Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, mit einem kleinen Zwischenvideo. Ich habe ein paar Pakete bekommen, das zeige ich euch und sage euch auch, warum die letzte Zeit ein bisschen ruhig um mich geworden ist. Ich würde sagen, ich fange erstmal mal an, warum ruhig geworden ist. Man sieht vielleicht, dass es hier noch dick ist. Bei mir hat sich der Zahn entzündet, beziehungsweise das ist ein alter Zahn, der mal vor etlichen Jahren geblombt wurde von meiner alten Zahnärztin und unter der Blombe war noch Karies. Hat es halt nicht richtig gemacht und dann ist das in die Wurzel, der Zahn ist jetzt auch tot. Und dann hatte ich von hier oben an alle dick, das sah aus, als wenn ich einen Tennisball in der Gusche habe. Und ich hatte höllische Schmerzen. Ich habe den Kiefer nicht richtig aufgekriegt, der geht jetzt halbwegs wieder auf. Ja, nehme jetzt Antibiotikum und jetzt haben sie den Zahn erstmal aufgemacht, dass das Eiter abfließen kann. Das hat nicht geholfen. Da haben sie mir jetzt hier in der Backe, also nicht in der Backe, im Zahnfleisch einen Schnitt gemacht, ohne Narkose, weil Narkose geht ja nicht, wenn alle dick ist. Das Zahnfleisch kam richtig hoch, war richtig voll und ist immer noch. Jetzt habe ich am Donnerstag eine Wurzelbehandlung und da wollen wir dann er sagt, die Wurzeln sind zwar tot, aber wir machen halt da war drin, dass halt irgendwie alle Keime tot sind und irgendwie, keine Ahnung, ich sehe da nie durch. Und wir können den Zahn wohl retten, sagt mein Zahnarzt. Ich hoffe es. Und deswegen ist es ein bisschen ruhig um mich geworden. Deswegen habe ich auch das Silvester-Video ein bisschen später bearbeitet, beziehungsweise alles online geschalten, weil ich habe echt nur im Bett gelegen mit Schmerzen. Ich habe Schmerztabletten gefuttert und mein Antibiotikum gefuttert. Ich hatte so eine Schnauze. Ich konnte auch nur Flüssignahrung zu mir nehmen. Und da wollte ich mich auch nicht so vor die Kamera stellen. Jetzt hat mich der Postbote ein paar Mal wachgeklingelt, beziehungsweise nicht wachgeklingelt, ich habe ja hier schon Haushalt gemacht, Wäsche gewaschen und die alte Wäsche abgehangen und so. Dann war meine Tante noch da eben. Ich mache jetzt an so einer Umfrage mit. Die macht so Umfragen, meine Tante. Da habe ich jetzt hier so ein Handy. Und da steht jetzt darauf, morgen geht's los. Und da soll ich dann mein Medienverhalten aufschreiben. Also was für Fernsehsender ich gucke, was für Zeitschriften ich lese, was für Radiosender, TV-Sender und Zeitschriften ich lese und ob ich das unterwegs mache oder zu Hause und Internet, Laptop, Smartphone, was ich da gerade nutze. Ja, da werde ich dann auch ausfüllen natürlich mit, logischerweise, was ich halt immer gucke, Fire TV, Netflix, Sky, ja, und ja, ARD und so war auch gefragt, also wir haben so einen Fragebogen ausgefüllt, aber sowas gucke ich ja alles nicht. Habe ich alle mit Nein beantwortet. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Umfrage denn morgen losgeht. Erinnert mich denn alle Stunde, erinnert mich das dann dran und dann muss ich dann auswählen, was ich denn in der letzten Stunde gemacht habe. Also in so 15-Minuten-Blocks. Ja, habe ich dann halt dann so vier Felder, die ich ankreuzen kann. Also, dass ich da halt, was weiß ich, die ersten 15 Minuten habe ich Sky geguckt, danach habe ich Fire TV geguckt, dann habe ich Netflix geguckt, dann habe ich Janisch geguckt und dann kann ich auch mehrere Sachen ankreuzen, weil bei mir läuft ja immer, wenn Fire TV oder Netflix läuft und ich Film gucke, läuft ja auch gleichzeitig immer der Laptop wegen E-Mails oder irgendwas. Aber auch Pakete habe ich gekriegt von Okay wieder mal, die haben mir gefragt, ob ich was zeigen will. Die haben neue Produkte im Sortiment. Ich werde die euch jetzt leider nur erstmal zeigen. Zum Testen komme ich momentan nicht, weil erstmal habe ich noch Schmerzen. Zweitens habe ich mit der Kleinen, also mit meiner Tochter, einige Termine. Ich habe auch noch einige Termine, dann kommen noch die Wurzelbehandlung und alle drum und dran. So, da haben wir einmal hier so ein Studiomikrofon. Das fand ich ganz interessant. Das soll auch mit Halterung alle drum und dran sein. Können ja mal kurz reingucken, weil das fand ich ganz interessant für an den Tisch ranmachen, wenn ich mit meiner Freundin jetzt demnächst das Video zusammen mache oder wenn mein bester Freund da ist und wir dann mal was zusammen aufnehmen wollen, fand ich das ganz interessant. Ah, hier haben wir den Popschutz, hier haben wir einen Klinkenadapter, also das werden wir uns alle dann demnächst angucken. Ah doch, die Halterung ist auch mit bei, das ist das lange Ding hier und hier ist dann noch der Kabel, der zum Festmachen. Und hier ist das Mikrofon. Das werden wir uns dann alle demnächst angucken, sobald es mir besser geht.
Und da habe ich gedacht, das kommt nämlich richtig cool. Dann kann ich dann das nämlich mit der Halterung an meinem Tisch festmachen. Dann nehme ich mein Mikrofon und das Mikrofon für meinen besten Freund. Oder das werde ich auch mal ein paar Mal benutzen, logischerweise zum Testen. Und dann kann ich da mehr dazu sagen. So. Und dann haben sie was richtig Geiles gehabt. Das musste ich unbedingt euch zeigen. Habe gedacht, das kommt richtig geil, weil erstmal brauche ich es für das Auto. Und zweitens habe ich gedacht, das ist eine geile Kombi. Die kann man auf jeden Fall hier brauchen und vorstellen. Das ist so ein Hammer zum Einschlagen der Scheibe, wenn man im Auto gefangen ist. Seht ihr da vorne, da ist das. Aber auch gleichzeitig ein Starthilfe-Kabel. Ja, kann man das hier hinten irgendwo sehen? Ja, da. Da hat man so ein paar Bilder an. Da kann ich denn Fremdstart mein Auto sozusagen. Ah. Wie gesagt, ich pack's nur immer kurz aus mit euch und dann das Richtige kommt dann sowieso noch. Bin mal gespannt, wie groß das ist. Ah, hier sind die Kabelei drin. Seht ihr das? Das kommt dann da halt angeschlossen. Und dann haben wir hier halt rot und schwarz. Das kommt dann an die Batterie ran. Und was haben wir hier noch? Ach, hier haben wir ein Stromkabel noch, dass wir dann über Steckdose auch laden können. Also den Akku da voll machen können. Sieht ganz cool aus. Mach jetzt noch ein Kabel raus. Und hier ist das gute Stück. Oh, das ist der hier. Ja, ist ein bisschen größer, als ich gedacht habe, aber liegt gut in der Hand. Da kann man dann halt hier, ist so ein Gummifropfen drauf, kann man dann die Scheibe einschlagen. Und was haben wir hier? Ach, hier unten kommt dann praktisch der Adapter ran, dass wenn man Fremdstarte geben will und hier kann man dann sein Handy noch mitladen und da ist der Energiekabel, um das Ding auch wieder aufzuladen. Ah, wir haben auch noch. Ah, hier einmal angedrückt, da ist an. Leuchten drei Punkte. Wenn ich gedrückt halte, geht hier eine Lampe an. So. Wie machen wir das jetzt wieder aus? Das war, glaube ich, wie bei dem anderen. Wenn die Lampe an ist, einfach gedrückt halten. Und weiter gedrückt halten, dann müsste eigentlich die Punkte dann auch ausgehen. Nee. Oder mal ein Ausschalter? Nö, geht das automatisch wieder aus? Da muss ich jetzt doch mal nochmal schnell nachlesen, wie das an- und aussieht. Deutsch ist Seite 7 bis 12. Oh, da muss ich mir aber noch mal meine Brille holen. Power. Netztaste. 4 ist Eingabe. Ach, jetzt ist es aus. Jetzt leuchtet es nicht mehr. Geht von alleine aus. Ach, hier stehen auch die Punkte drin. Bei mir leuchten drei Punkte. Das heißt, 50 bis 75% ist er noch voll. Ist auch alles in schönen Deutsch erklärt. Den werden wir uns denn demnächst mal angucken. Und auch die Kabelei angucken und so. Und was ich gut finde, kann ich im Vorfeld schon mal sagen, dass es in so einer Box drin ist. Dadurch fliegt es im Auto nirgendwo rum. Ja, man kann es so mit Hand mit rumschleppen. Und man kann es dann halt hinten im Kofferraum irgendwo verstauen oder zur Not auch verstauen. Und dann irgendwo, wenn man einen Haken hat, wie ich jetzt, habe ja hinten auch Haken dran, kann ich das auch dann einhaken. Dadurch schubbert es nicht hin und her. Alles schön clean und kompakt. Finde ich saugut.
da schon mal ein fettes Danke an Auke. Weil bei meinem Golf ist mir öfters mal der Saft ausgeblieben. Jetzt weiß ich komme immer wieder weiter. Und dann haben sie mir netterweise noch eine Powerbank mit dazu gemacht, haben sie mir geschrieben. Ob ich die dann nämlich auch mal vorstellen wollen würde, habe ich gesagt, na klar, gerne. Und das ist so eine kleine Powerbank, so eine runde. Seht ihr die? Da mache ich, die Links mache ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Und die kleine Powerbank, die geht dann an meine Freundin, weil die hat jetzt so eine große bei und meckert immer rum, dass sie so schwer ist, dass sie die Tasche nach unten zieht. Und hier hat sie halt so eine kleine, die kann die, mache ich aber auch dann separates Video zu, die kann sie sich eine Handtasche verstauen und die zieht die Handtasche nicht so nach unten. Oh, jetzt tut mir die Schnauze wieder weh. Ja, das soll es auch soweit gewesen sein. Ach, Videos zu Spielen kommen auch noch. Ich denke mal, da werde ich auch in den nächsten Tagen anfangen. Ich werde erstmal meine Wurzelbehandlung abwarten und gucken, wie es mir danach geht. Aber geplant ist eigentlich, dass ich Donnerstag, Freitag dann auch mal wieder was live mache. Weil ich habe ein paar Spiele, die ich unbedingt, zwei Spiele, die ich unbedingt zeigen will. Immer so ein Aufbauspiel, so ein Brückenbauspiel und dann von Sony das mit diesen Kreaturen. Da bin ich total heiß drauf. Da war ich damals schon heiß drauf, wo sie den ersten Trailer gezeigt haben. Da sollte noch für die PS3 kommen. Und dann haben sie gesagt, nee, für PS3 doch nicht, wir machen es dann für die PS4. Nach einem Jahr oder so haben sie das gesagt und jetzt ist es endlich da und ich bin da mega mäßig heiß drauf. Ja, dann mache ich hier auch erstmal einen Cut. Dann wisst ihr Bescheid, was in der nächsten Zeit auf euch zukommt. Die Produkte, ich habe auch noch zwei Videos, da muss ich noch die Thumbnail machen, das werde ich jetzt auch in den nächsten ein, zwei Tagen machen und dann kommen die auch online, versprochen, zu... Ja, habe ich jetzt weggeräumt zu so einer Luftballon-Aufblasmaschine, Dingsbums. Damit habe ich dann hier Silvester die ganzen Luftballons aufgeblasen. Da hatte ich auch eine Anfrage gekriegt und ich fand es geil, weil als alleinerziehender Vater und Kindergeburtstag und so, da kommt immer mal was zusammen und dass du mal Ballons aufpusten musst. Und mit Asthma macht sich das halt schlecht und deswegen habe ich gedacht, naja, das wäre halt eine geile Sache, das mal vorzustellen und ein bisschen zu testen und das hat seinen Dienst sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also ich war sehr begeistert. Und eine Lampe habe ich auch noch, die ich euch noch zeigen will. Aber das war's jetzt erstmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Entschuldigung, dass ich im... Oh, jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen. Entschuldigung, dass ich immer noch im Bademantel bin, aber mir ist ein bisschen kalt, ich habe hier gelüftet. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen da. Ahoi, sagt euer Odin.